Willkommen in unserem Testvideo von Desperados 3. Das ist uns ein Schleichspiel. Wir müssen mit unseren Helden total lautlos und unerkannt bleiben. Wie unsichtbare Schatten, die überhaupt kein Aufsehen erregen und auf gar keinen Fall Wachen oder Patrouillen aufschrecken. Kein Mucks. Kleiner Scherz. Natürlich ist Desperados 3 überwiegend ein Schleichspiel und spielt sich grundsätzlich wie sein Genre-Großvater Commandos von 1998. Mit bis zu 5 vorgegebenen Charakteren schleichen, schießen und tricksen wir uns durch 16 sehr detaillierte Wildwest-Levels. Und die berühmt-berüchtigten grünen Sichtkegel verraten uns auch in Desperados 3, wohin unsere Gegner gerade gucken. Heikel wird es allerdings, wenn der harmlose grüne Sichtkegel erst gelb und dann rot wird. Dann werden wir erwischt. Mit unserer Einzelkämpferin hier haben wir kaum noch eine Chance. Also heißt es Spielstand neu laden, denn Scheitern gehört bei Desperados 3 einfach dazu. Aber weil die Fehler immer nachvollziehbar sind, macht es echt Spaß, seine Taktik immer wieder zu perfektionieren. Oft entscheiden Sekundenbruchteile, ob unsere Schleichbewegung in die Hose geht oder der Plan funktioniert. Und jetzt die gleiche Szene mit perfektem Timing. Wir rennen am Sichtkegel vorbei ins sichere Gebüsch. Sehr hilfreich ist auch die Funktion Angreifen, Fesseln und Aufheben mit nur einem Klick. Die funktioniert genauso, wie sie klingt. Einfach die Steuerungstaste gedrückt halten und per Faust oder Messer zuschlagen. Das Opfer wird dann gleich geräuschhemmend verpackt, geschultert und kann fachgerecht eingelagert werden. Die 16 Karten sind zum Teil richtig groß und sehr abwechslungsreich. Überall ist was los. Das Spiel lässt sich stufenlos drehen und ihr könnt zoomen. Auf dieser Map hier sollen wir eine Holzbrücke sprengen, doch vorher müssen wir Dynamit organisieren, entweder am Steinbruch, wo gerade die Sprengung war, oder ganz im Südosten. Das dauert je nach Schwierigkeitsgrad locker ein paar Stunden. Auf Tastendruck könnt ihr Verstecke, potenzielle Unfallorte und andere nutzbare Objekte hervorheben. Wer lieber selbst suchen will, der lässt die Umrandung einfach aus. Zu den Unfällen kommen wir jetzt. Hier ist Timing extrem wichtig. Wir sollen den Typen mit dem geschulterten Gewehr erledigen. Der steht gerade in einer Ölpfütze und wir haben zufällig eine Fackel dabei. Dummerweise sind wir also gut sichtbar, müssen die Fackel schleudern und schnell verduften. Wenn wir das hinkriegen, sieht das Feuer wie ein Unfall aus und die herbeirennenden Zeugen untersuchen den Vorfall nicht großartig weiter. Solche Unfälle können wir in Desperados 3 immer wieder mal verursachen. Und mit etwas Geduld erwischen wir auch mehrere Opfer gleichzeitig. Lustig ist dann immer die Reaktion der arglosen Zeugen. Tja. Scheiße! Wie zum Teufel ist das denn passiert? Und so ein Unfall ist natürlich eine prima Gelegenheit, eventuelle Zeugen gleich mit in die ewigen Jagdgründe zu bugsieren. Jetzt wird's heiß. Was ist passiert? In dieser Map gibt's öffentliche Zonen, in denen wir uns frei bewegen können. Solange wir diesseits der roten Linie rechts unten bleiben und nichts Verdächtiges anstellen, lassen uns unsere Gegner in Ruhe. Und wir können nebenbei in belauschten Gesprächen Hinweise abgreifen. Hast du gehört, was mit der Kirchenglocke neulich passiert ist? Ja, stell dir nur vor, sie wäre am Sonntag heruntergefallen, als die halbe Stadt darunter stand. Den Tipp mit der kaputten Glocke setzen wir natürlich gleich in die Tat um. Boing. Nicht ein Glückstag heute, was? Unsere 5 Helden haben natürlich wieder ganz eigene Fähigkeiten. Doc McCoy wirft zum Beispiel Sumpfgasflaschen, mit denen er Patienten kurzzeitig schlafen legt. Das wiederum gibt der hübschen Kate die Gelegenheit, ein ebenso hübsches Kleid zu mopsen. Derart gewandet lässt Kate ihre Reize spielen und schleppt diesen Wachmann ab. Und zwar schnurstracks zum Gebüsch, wo ihre Kumpane Cooper und Doc McCoy schon lauern. Zeit für die nicht schlecht für eine unschuldige kleine Farm. Ja, da kommt die Streife zurück. Okay, das wird nix, da müssen wir noch ein bisschen an unserer Taktik feilen. Im Nebenjob ist Doc McCoy auch noch Scharfschütze. Sein langläufiger Colt Bandline Special hat nicht nur eine hohe Reichweite, sondern feuert auch fast lautlos. Allerdings ist Munition immer Mangelware, einfach komplett durch eine Map durchballern geht also nicht. Trotzdem sind solche Actioneinlagen zwischendurch eine schöne Abwechslung zu all dem Geschleiche. Ach übrigens, falls euch die Namen Cooper, McCoy und Kate bekannt vorkommen, die waren auch schon in den ersten beiden Serienteilen von 2001 und 2006 dabei. Das neue Desperados 3 ist allerdings ein Prequel, die drei lernen sich also erst hier kennen. Der erste Neuzugang, der Trapper Hector, hat unter anderem eine riesige Bärenfalle namens Bianca dabei. Das Dingen ist eigentlich nicht zu übersehen, trotzdem latschen unsere Gegner unheimlich gerne da rein und kommen nie wieder raus.
Bianca ist verlassen. Desperados 3 wimmelt nur so von witzigen Situationen. Ein paar Maps später hat Hector zum Beispiel nach einer durchzechten Nacht seine tödliche Bärenfalle Bianca verbummelt. Stattdessen dient eine Gartenhake als Falle, wie bei Tom und Jerry. Jetzt noch ein paar Fußabdrücke in den Matschboden stempeln und gleich haben wir einen Wachmann weniger an der Backe. Hast du Glück gehabt? Du musst deine Spuren verwischen, Arschloch. Nicht schlecht. Dich kann man behalten. Der bärenstarke Hector kann außerdem zwei Körper auf einmal abtransportieren und dabei noch sprinten. Bei einem Einsatz, in dem es auf jede Sekunde ankommt, ist das nicht zu unterschätzen. Die Skills sind gut ausbalanciert, keine Fähigkeit ist übermächtig. Kates Charme zum Beispiel prallt an Frauen oder solchen Poncho-Trägern einfach ab. Dafür habe ich keine Zeit. Wir haben also Cooper, Doc McCoy, Kate und Hector. Aber wer ist denn Nummer 5? Auftritt Isabelle. Die Voodoo-Dame im Käfig ist ein richtig cooler Neuzugang. Sie kann zum Beispiel Feinde per Gedankenkontrolle steuern und so gegeneinander ausspielen. Und logisch, so lässt sie auch die Käfigschlüssel zu sich apportieren. Besonders gut hat uns beim Testen diese Fähigkeit gefallen. Mit zwei Blasrohrpfeilen und jeder Menge Voodoo-Pokus verknüpft Isabelle zwei Opfer miteinander. Und alles, was der eine erleidet, kriegt auch der andere zu spüren, eben wie bei einer Voodoo-Puppe. Allein schon diese Fähigkeit lädt unheimlich gut zum Experimentieren ein. Fallen, Felsbrocken und Fackeln eröffnen so ganz neue Möglichkeiten. Aber auch zu dermaßen brutalen Fähigkeiten gibt's ein Gegengewicht, eine Katze namens Stella. Denn das flauschige Fellknäuel lenkt sogar diesen harten Spitzbuben ab, bis Isabelle in Schlagweite kommt. Katze. Und dann gibt es solche Desperados-Momente, wo einfach alles perfekt läuft. Mit Voodoo-Isabelle einen Gegner übernehmen, der wiederum eine Gatling übernimmt und in einem tödlichen Halbkreis sämtlichen Widerstand ausschaltet. Inklusive der Verstärkung aus der Hütte unten. Zu dem Thema kommen wir gleich noch. Aber auch solche Szenen sind herrlich. Hector und der Doc haben eine Wette laufen, wer in dieser Map die meisten Gegner ausschaltet. Dieser Stehpinkler wird Nummer 13 für Hector. 13. Sie haben die 12 ausgelassen. Glaubst du, ich kann nicht bis 13 zählen? Generell sind die Kommentare der Helden, Gegner und Zivilisten gut getextet und professionell eingesprochen. Das trägt viel zur Atmosphäre bei. Die Zwischensequenzen sind allerdings teilweise etwas langatmig erzählt. Auch die Rahmenhandlung rund um eine gierige Eisenbahngesellschaft und ihre Schergen lockt keinen Cowboy aus dem Saloon. Dafür stecken die 16 Maps voller Details und erzählen eine eigene Geschichte. Hier zum Beispiel wirbt ein Banner fürs örtliche Pokerturnier, links davon dreut ein Galgen, davor lockt ein Kleid für Kate, auf dem Dach steht ein Klavier rum, auf der Straße droht eine Kanone. Ein Stückchen weiter brüllt ein Stier auf dem Balkon und hier gibt's noch mehr Rindviecher. Moment, ein Stier auf einem Balkon? Und warum liegt da überhaupt ein Tresor auf der Straße? Ach, das ist überhaupt eine coole Mission, weil unsere Helden nämlich total verkatert sind und wir sie einzeln aufgabeln müssen. Aber mehr wollen wir jetzt nicht spoilern. Nach jedem erfolgreichen Einsatz gibt es so ein Replay. Hier seht ihr gut, was ihr allein schon mit 2 der 5 Helden anstellen könnt. Eine der größten Stärken von Desperados 3 sind die vielen Lösungswege. Schleichen, schießen, tricksen, Unfälle verursachen, das Terrain taktisch nutzen, hier könnt ihr wirklich euren eigenen Spielstil durchziehen. Im Vergleich zu Commandos, das wir vor kurzem noch in der HD-Fassung getestet haben, liegen hier Welten. Denn der Münchner Entwickler Mimimi Studios hat nach seinem auch schon hervorragenden Shadow Tactics von 2016 noch eine Schippe sinnvoller Neuerungen draufgelegt. Eine der besten neuen Ideen ist der Showdown-Modus. Damit pausiert ihr das Spiel und gebt euren Leuten Befehle. Die führen sie dann synchron aus, entweder sofort oder auf Abruf. Beispiel 1. Rechts zielt Cooper auf den Gegner bei den Munitionskisten. Doc McCoy knüpft sich derweil den Typen links vor. Die blauen Kreise zeigen an, wie weit jeder Schuss zu hören ist. Der Kerl rechts oben bleibt also außer Hörweite. Und los geht's. Voll ins Schwarze. Diesen Modus gab es zwar ähnlich schon in Shadow Tactics, er ist jetzt aber pausierbar und somit viel komfortabler. Beispiel 2. So könnt ihr auch Aktionen timen, bei denen eure Akteure weit auseinander positioniert sind oder Gegner sich gegenseitig sichern. Beispiel 3. Dieser Feind ist besonders zäh, denn die sogenannten Longcoats haben 3 Trefferpunkte. Ein einzelner Schuss lässt sie nur kurz taumeln und wir müssen sie per Messer von hinten erledigen. Das ist allerdings riskant. Alternativ nehmen wir Hectors Riesenaxt, aber Hector ist gerade nicht verfügbar. Darum schießen wir einfach mit 3 Waffen gleichzeitig. Hätte schlechter laufen können. Wer den Showdown-Modus oder Speichererinnerungen zu luschig findet, der schnappt sich einen der 4 Schwierigkeitsgrade und passt ihn nach eigenem Ermessen an. So könnt ihr zum Beispiel die Showdown-Pausierfunktion deaktivieren.
Auch Details wie die Anzahl eurer Gegner, eure Gesundheit und Munition oder die Zahl der Speicherstände lassen sich vorbildlich anpassen. Dieses neue Element haben wir vorhin bei der Gatling Gun schon kurz angesprochen. Es gibt jetzt Wachgebäude, aus denen bei einem Alarm Verstärkungen stürzen. Wie viele das sind, wird euch per Mouseover vorher angezeigt. Und per V-Taste lasst ihr einblenden, für welchen Bereich die neuen Wachen zuständig sind. So wisst ihr vorher schon, ob ein Alarm noch vertretbar ist oder ob ihr es mit einer ganzen Horde frischer Feinde zu tun kriegt. Nach einem Alarm kehrt nur ein Teil der Verstärkung zurück, die anderen laufen Streife. Wenn ein Wachhaus komplett leer ist, kommen keine weiteren Gegner mehr nach. Auch diese Neuerung ist sinnvoll und gefällt uns gut. Falls wir einen Alarm ausgelöst und Patrouillen an der Backe haben, hilft ein tierischer Unfall. Schon eine kleine Münze wirkt da große Wunder. Das gehört. Und für die restlichen 2/3 der Streife legen wir einfach einen Showdown-Hinterhalt. Fliegen die Zähne und los. Kunde ist König. Sie umzulegen, nicht stehen bleiben. Keine Sorge, die beiden schlafen nur, ganz ehrlich. Die Wachen sind allerdings kein Kanonenfutter, sondern handeln durchaus logisch. Der Kerl hier wittert sogar Verdacht, ohne dass er uns gesehen hat. Sein gerade noch rumsitzender Kollege ist nämlich plötzlich und unerwartet, verschwunden. Komm schon, ich bin nicht in Stimmung. Zivilisten halten zwar die Klappe, wenn sie uns sehen, aber sobald wir etwas Illegales tun, verpetzen sie uns und lösen Alarm aus. Und ja, Gegner verprügeln ist definitiv illegal. Also aus Sicht der Zivilisten, nicht aus unserer. Manchmal haben wir uns allerdings schon gefragt, wie blind Wachen eigentlich sein können. Vielleicht fachsimpeln die beiden hier gerade über diese neumodische Sportart namens Fußball, die 1848 erstmals mit 15 bis 20 Mann pro Mannschaft gespielt wird. Hoppla, jetzt schweifen wir gerade selber ab, schnell zurück zum Spiel. Und zwar zu dieser Bärenfalle-Szene hier, die wirklich unfreiwillig komisch ist. Genau so passiert mir das nämlich auch immer. Beim Spaziergang mit einem Kumpel verschwindet der plötzlich mit einem lauten Scheppern, aber ich laufe ungerührt weiter. Solche KI-Aussetzer waren bei unserem Test aber echt die Ausnahme. Dass wir auf unserem Wassertankversteck nicht gefunden werden, ist übrigens kein Fehler. Im Dunkeln sind die Sichtweiten der Wachen nämlich stark verkürzt, wie ihr an den Sichtkegeln schon seht. Und höher positionierte Helden haben immer einen Tarnbonus. Allerdings haben wir auch Glück, dass keiner der Gegner eine Laterne trägt oder unsere Leiter hochkommt. Dafür haben wir hier Pech und das Dach wird zur Endstation. Diese Herzkasper-Szene werden wir so schnell auch nicht vergessen. Da haben wir mit Hektors Axt gerade einen Longcoat erledigt, schleichen uns an das nächste Opfer ran und werden von fiesen Federviehviechern verpetzt. Zeit für unser Fazit. Und das fällt ganz eindeutig aus. Desperados 3 ist das Beste in diesem Bereich der Schleichspiele. Nennen wir es mal Commandos-Genre. Und diese Reihe war ohnehin schon klasse. Desperados 3 punktet vor allem mit sinnvollen Neuerungen wie dem pausierbaren Showdown-Modus, der sich gut in die klassische Spielmechanik einfügt, ohne das Spiel zu verweichlichen. Und wie gesagt, man muss ihn ja nicht nutzen. Die größte Stärke ist aber die gut verzahnte Mischung aus Schleichen, Tricksen, wilden Gefechten und solchen Alkoholunfällen. Hier können auch Schleichspielmuffel ihrem eigenen Spielstil frönen. Wir beenden unser Testvideo mit der dramatischen Sprengung einer gewaltigen Eisenbahnbrücke. Hoppla, falsche Szene. So, jetzt aber zum fulminanten Videofinale. Diese Brücke endlich mit einem Schuss aufs mühsam organisierte Dynamit in die Luft zu jagen, das ist eines der vielen Highlights von Desperados 3. Halleluja! Sie haben nicht gescherzt, Doc. Was zum Teufel? Holt mir die Mistkerle, die das gemacht haben!